Herzlich willkommen wieder in meiner Bastelwerkstatt. Wir müssen ja diese lästigen Masken tragen. Da dachte ich mir, ich verpasse es einfach auch unseren Eiern. Wie ihr seht, auch die Eier sind nicht wirklich begeistert davon. Das werden wir nämlich heute basteln. Dafür brauchen wir eigentlich nur entweder ausgeblasene oder hartgekochte Eier, Acrylfarben, Pinsel, einen Kleber und eine Schere. Und das Wichtigste sind auch noch Masken. Die Masken habe ich mir dann in solche Stücke geschnitten und wenn man sie farbig haben möchte, habe ich sie mir auch mit Acrylfarbe einfach befärbt. Und damit das Ei dann nicht wegrollt, habe ich mir dann etwas darunter gelegt, wie hier jetzt diese Öffnung. So. Dann nehmen wir uns ein so ein Stück und wir brauchen nur die oberste Schicht dieser Maske. Den Rest trennen wir ganz einfach ab. So. Dann nehmen wir uns Kleber und einen Pinsel. So. Und geben uns darauf einen Kleber. So. Und dann müssen wir uns das nur noch auf unser Ei kleben. Dann können wir uns auch noch mit der Hand das festdrücken. So. Und fertig ist die Maske, das unser Ei dann hat. So. Dann machen wir uns nämlich noch das Gesicht. Bei den Augen nehmen wir uns ganz einfach weiße Farbe. So. Ein bisschen drauf. Und jetzt machen wir uns so die Augen. So, Auge Nummer 2 und fertig sind die Augen. So, jetzt nehmen wir uns schwarzen Filzstift und machen wir uns mal den genervten Gesichtsausdruck. So, zum Beispiel so. Dann können wir uns auch noch eine Nase machen. So, und jetzt machen wir uns noch die Halterung. Dann nehmen wir uns wieder weiße Farbe und fahren mal so rüber. So, auf der anderen Seite wieder. So, einmal und das zweite Mal. So, jetzt machen wir uns nur noch die Pupille. So. Nehmen wir uns schwarze Farbe. So. Machen wir uns das da so. Tupfen wir ein bisschen drauf. Wieder. Tupf, 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 tupf. Und Hammer. Augen. Und fertig ist unser genervtes Ei. Ich hoffe, es hat euch meine Idee gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!